Mädel, Leute, heute geht es mal was, das mich persönlich einfach nur noch abfuckt. Und zwar etwas, was von unser aller Lieblingssteuergeldern bezahlt wird. Die Rauchmelder. Eine tolle, von unserem Staat finanzierte Aufklärungskampagne von unserem Staat für uns, die dumme Jugend. Und zwar hat irgendeiner der Leute, die dort arbeiten, die Memes entdeckt und dachte sich, oh, das ist voll hip und flip, Minion-Memes zu machen. Davon hat mir meine Mama mal erzählt, dass die Jugend das übelstig flip findet, wenn man Minion-Memes macht und das dann zur Aufklärung benutzt. Das wäre doch voll geil, wenn wir das auch machen, oder? Gesagt, getan. Die haben quasi unsere Steuergelder darin investiert. Irgendwelche Spastis aus einem Studentenheim aufzusammeln, um sie vor eine Kamera zu stellen und irgendwas von einem Skript runterrattern zu lassen, wovon man die Hälfte wieder hinterlegen kann, mit Fakten, wo man die Hälfte widerlegen kann durch ein paar Fakten und Cannabis wird dargestellt, als würdest du davon AIDS, Ebola und Krebs gleichzeitig bekommen, wenn du auch nur in der Nähe von jemandem stehst, der das konsumiert. So, das ist das, was mit unseren Steuergeldern passiert. So, es ist halt an sich sogar extremst gut gemacht, aber es ist halt so out of touch von der Jugend, dass es ist halt nicht mehr zu ertragen. So, wenn ihr schon Memes benutzt, benutzt wenigstens welche, die keine 5 Jahre alt sind. Pro-Tipp. Also, es ist halt wirklich mittlerweile einfach nur noch Abfuck, sich so einen Scheiß geben zu müssen, weil jedes Jahr irgendwie eine neue Polizeistation oder so auf die Idee kommt, hey, lass das auch mal machen. Und sie benutzen die Memes nicht richtig. Es fuckt mich einfach nur ab. So, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mal selbst geben, wenn ihr cringe mögt. Aber nein. Das war alles. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht zu deabonnieren, zu disliken, die Glocke zu entbimmeln, toxisch zu bleiben und vor allem...